Hallo und willkommen auf meinem Kanal. Falls ich heute ein bisschen komisch spreche, ich war beim Zahnarzt und alles hier unten ist betäubt. Ich möchte aber trotzdem mich an unsere Termine halten. Das heißt, freitags gibt es ja immer ein Video bei mir. Die anderen waren ja extra wegen Make-up-Coach und so weiter. Und ich habe mir jetzt so überlegt, was könnte ich denn für ein Video machen, weil viel quatschen kann ich nicht. Aber was mir am Herzen liegt, ist einfach, es gibt ja neue Farben bei Make-up Coach und zwar großes Kino. Und ich kann mir vorstellen, dass es eventuell ein paar Ladies gibt, ein paar Frauen gibt, die so ein bisschen, ja, wie soll ich das jetzt sagen, so ein bisschen Angst, ich setze das mal in Anführungsstrichen, so ein bisschen Angst haben vielleicht vor Glitzer. Ich zeige euch das mal. Das ist ja so ein loses Produkt, was sie verkauft. Und sie hat ja ganz, ganz viele Farben. Da gibt es einmal Glitzer und es gibt auch großes Kino. Das ist dann auch so, und das schraubt man auf und dann ist das so ein loses Produkt. Ich finde das wunderschön, aber ich kann mir vorstellen, dass vielleicht einige so ein bisschen Angst davor. Ich habe mir jetzt so gedacht, ich zeige euch mal so ein bisschen, wie ich das mache. Und vielleicht seid ihr dann so, dass ihr sagt so, ach Mensch, das ist ja eigentlich ganz einfach und das kann man ja eigentlich hinbekommen und das probiere ich mal. Muss ich euch sagen, weil das ist wichtig. Viele, also zum Beispiel bei BH Cosmetic, wenn ich mich damit so mit Glitzer schminke, dann rieselt das so nach und nach in meine Augen. Ich kann euch die Palette zeigen. Das ist fürchterlich, da kann ich mich nicht schminken. Das ist die, die ich mir mal gekauft habe für Instagram-Looks. Und da seht ihr die Glitzertöne. Und die mache ich mir nicht mehr aufs Auge, weil wenn ich mir die aufs Auge mache, dann rieselt das runter. Das ist so ein Lidschatten, den macht ihr rauf. So. Und wenn ihr das eine Weile drauf habt, dann, das ist zwar auch cremig, das fühlt sich für mich so an wie Vaseline mit Glitzer, aber es rieselt halt, ne? Irgendwann im Laufe der Zeit, auch wenn ich das jetzt trocknen lasse, stundenlang, das rieselt runter. Ihr habt das irgendwann im Auge, am Auge, auf der Backe und sonst wo. Und das nervt und das ist doof. Und deswegen mag ich diese Sachen nicht so gerne. Der Unterschied ist jetzt aber bei ihr zum Beispiel, ich weiß nicht, wie es bei BH Cosmetic ist, bei der Zusammensetzung, aber ich weiß, dass sie zum Beispiel immer auf die Inhaltsstoffe achtet, dass das nicht irgendwie schädlich ist für die Augen. Sie arbeitet zum Beispiel nur mit Polyester und nicht mit Metall oder weiß ich nicht, was da sonst so drin ist. Das ist schon mal, also da braucht ihr schon mal überhaupt keine Angst zu haben. Und die Leute, die sowieso schon jahrelang bei ihr bestellen, die wissen das. Nur für die Neuen jetzt nochmal. So, jetzt mache ich einmal eine andere Kameraeinstellung und ganz zum Schluss zeige ich euch dann ein ganz einfaches, ganz kurzes Schminke. Ich bin deswegen schon so ein bisschen vorbereitet. Einfach nur so zwei Farben, einmal dann im Auftrag. Wie geht das? Auf dem Auge. Es geht ganz schnell, ist kein großer Aufwand, braucht ihr keine Angst zu haben. Nur, ich muss dazu sagen, ich habe nicht den Fixie. Sie hat ein Fixie. Das nennt sich so, das ist so eine Flasche. Damit hält man dieses Glitzer fest. Das zeige ich euch gleich im Anschluss. Ich habe jetzt das von NYX nur vorrätig. Ich hätte sie jetzt auch anschreiben können. Sie hätte mir das sicherlich auch geschickt. Aber ich bin ja so ein Typ, ich verbrauche ja dann lieber erstmal. Und ich benutze das nicht so oft. Und was soll das jetzt, das denn extra aufmachen, nur für so ein Video? Das ist Quatsch. Ich habe eins von NYX mir gekauft. Könnt ihr euch natürlich, vielleicht habt ihr auch sowas schon vorrätig. Aber wenn ihr möchtet, könnt ihr auch Fixie kaufen. Auch das schreibe ich euch nochmal in die Videobeschreibung. Steht eh alles in der Videobeschreibung ganz genau nochmal drin. Könnt ihr ja dann auch direkt in den Shop gehen über den Link, wenn ihr möchtet. Und wie gesagt, Fixie heißt das, was ich jetzt von NYX habe. Und jetzt kann das los. Und jetzt zeige ich euch mal die Anwendung auf meiner Hand und danach ein Schminki. Mit, also am Auge, mit meinem Auge. So, das mache ich jetzt auch. Wie gesagt, das wird kein Unterschied sein, ob ich jetzt das von NYX nehme oder das vom Make-up Coach. Ich mache euch das einfach mal hier rauf. So, wenn ihr das jetzt auf dem Auge habt, nehmt ihr einen Pinsel oder einen Finger und dann verteilt ihr das so ein bisschen. Ich kann das auch großflächig machen, das ist egal. So, für die Hand, fürs Auge nehmt ihr dann natürlich weniger. Das ist ja klar. Das ist ja mal Chlor. Nicht so viel, so ein großes Auge hat ja kein Mensch. So, ich drehe das kurz wieder zu.
Okay. Also, wenn man jetzt so normal geschminktes Auge hat, dann kann es ja sein, dass man eventuell einen Ton schon drauf hat. Nehme ich jetzt mal den. Das ist jetzt gerade ein bisschen schwer. Ach ja, ich bin ja doof. Alles klar. Genau, das war der Fuffi-Effekt. Das war jetzt natürlich ein Quatschfehler. So, nochmal. Also, ich habe jetzt das Fixie bis hier aufgetragen und hier nicht. Hier ist nichts drauf. Dann gehen wir mal davon aus, dass man eventuell irgendeinen Lidschatten drauf hat. Das ist jetzt ganz egal, welche Farbe. So, das wäre jetzt praktisch das Auge, das geschminkte Auge, was ich denn noch aufpeppen möchte. Beispielsweise jetzt mit Glitzer. Nehmen wir mal großes Kino. So, wenn ich dann auf dem Auge Lidschatten drauf habe, nehme ich dann dieses Fixie und mache mir das einfach da drüber. Da passiert nichts, der Lidschatten bleibt trotzdem drauf. Ich habe jetzt ja auch auf der Hand keine Lidschattenbase. Bleibt also drauf, passiert nichts. Ist ja extra dafür gemacht. So, nun habe ich jetzt hier gar nichts drauf, weil ich euch da die Farben zeigen wollte und hier einmal mit Lidschatten. Welchen Lidschattenfarbe man jetzt nimmt, ist ja total egal. Ich würde jetzt aber einen Glitzer nehmen, der jetzt beispielsweise dazu passt. Muss nicht sein, ist jetzt nur ein Beispiel, ne? So, da haben wir jetzt einmal großes Kino in der Farbe Karibik. So. Und einmal großes Kino in der Farbe Mint. So. Es reicht das, was im Deckel ist. Das ist ausreichend für ein Auge. Das kann man jetzt mit einem Pinsel machen, mit einem Applikator. Ich bin ja immer so eine Fingertante. Ich muss das nachher nochmal raussuchen. Sie hat extra so ein Pinsel dafür. Habe ich den jetzt hier irgendwo? Ja, ich habe ihn schon gefunden. Benutze ich echt selten. Den hier hat sie ja extra dafür herstellen lassen, auch für das Night Eye, um dann hier reinzugehen und sich das dann aufzutragen. Das kann man sich dann so auf das Auge raufstöpseln. Seht ihr das? Ich kann das aber auch. Ihr kennt mich ja, ich mache das mit dem Finger. So, einmal die Farbe und einmal die Farbe. Das war jetzt großes Kino. Dann kann ich euch auch, ja, genau, nehmen wir den mal. Kann ich euch auch gleich den neuen Glitzerton Türkis vorstellen. Und auch Einhorn. Mal sehen, das ist jetzt hier nicht. Guck mal. So schön sieht das Glitzerchen aus. Also das hier, wie gesagt, ist großes Kino. Ihr seht, das ist der Wahnsinn. Und das hier ist, wo ist die Kamera? Hier, das ist Glitzer. Ja, ich weiß, das ist wunderschön. So, jetzt muss ich noch einmal in Einhorn reingehen. Einhorn mache ich auch mit dem Finger. Jetzt habe ich hier fast kein, ich kein Fixie mehr. Das ist Einhorn. Wartet mal ganz kurz. Das Einhorn muss ich mir mal hier oben drauf machen. So, das ist auch, das sieht ja auch schön aus. Oh. Also, großes Kino und Glitzer. Wie gesagt, Glitzer gibt es in mehreren Farben, großes Kino auch in mehreren Farben. Darf man halt nur nicht verwechseln. Da rieselt jetzt gar nichts runter. Das lasse ich jetzt kurz trocknen und dann könnt ihr das sehen. Da rieselt nichts runter. Das ist nicht schädlich fürs Auge und das ist ein wahnsinniger Hingucker. Auch hier das Einhorn ist ja wunderschön. Müsst ihr mal mehr nehmen. Ja. Einhorn ist auch richtig, richtig schön. Wie gesagt, alles aus Polyester, kein Metall, keine Angst bitte vor irgendwelchen Farben. So, und jetzt möchte ich euch auch noch mal die anderen großen Kino zeigen, die neuen Farben. Ich muss das nur kurz aufmachen hier. So, das ist einmal die Farbe. Platin, soweit ich weiß. Und Flieder, ne? So. Und das ist jetzt wirklich richtig, richtig toll. Großes Kino ist mega schön. Glitzer ist mega schön. Wie gesagt, Glitzer gibt es in ganz vielen Farben. Ihr braucht
wirklich, falls ihr das habt, jetzt an die gerichtet, die da vielleicht Bedenken haben, braucht ihr keine Angst zu haben, das rieselt nicht runter. Wenn das mit diesem Fixie gemacht wird, rieselt das nicht runter. Das ist dann fest. Muss man meine Hand sauber machen, meinen Finger, ich bin ein bisschen schmutzig. Wenn das ein paar Minütchen getrocknet ist, und das geht wirklich ziemlich, ziemlich schnell. Womit mache ich das jetzt? Damit. Seht ihr das? Da, na, das ist jetzt noch ein bisschen feucht. Da geht nichts runter. Das bleibt so den ganzen Tag auf dem Auge. Und jetzt zeige ich euch das. Das hätte ich vielleicht noch ein bisschen länger trocknen lassen sollen. Vielleicht ist hier auch ein bisschen wenig Farbe. Kann euch das gerne noch mal demonstrieren. Habe ich hier oben noch? Ja, nee, hier oben habe ich noch genug. Also ich zeige euch das noch mal. Das Glitzer. Na komm. So. Wenn das richtig getrocknet, das ist der Wahnsinn. Das ist echt der Wahnsinn, dieser Ton. Wie sieht das aus? Krass. Bisschen warten und wenn das dann getrocknet ist, wie gesagt, das hier, das ist schon schön fest. Das hier ist auch schon, huch, das war jetzt der falsche Finger. Das hier ist auch schon schön fest. Und das ist dann auch fest. Braucht ihr keine Angst haben. Hier, da rieselt nichts runter. Ich weiß nicht, ob ich schon reiben darf. Ja, vorsichtig reiben, ne? Gut. Man reibt ja auch nicht so am Auge, ne? Guck mal hier. Also, okay, ich will es euch richtig zeigen. Ich drücke jetzt auf. Nichts zu sehen. Braucht ihr keine Angst haben, da rieselt nichts runter. Das ist jetzt fest. So, habe ich euch hoffentlich richtig gezeigt. Könnt ihr mir auch wirklich vertrauen? Würde ich sonst nicht zeigen. Na, hier ist es. Ich glaube, ich habe hier kein nicht genug Fixie drauf. Also hier. Turkise. Ist fest. Betäubung ist schon fast raus und ich zeige euch das jetzt noch mal auf dem Auge. Ich habe jetzt mein Auge ein bisschen vorbereitet. Ich habe einfach aus dieser Palette ein bisschen Kugel genommen. Das ist der helle Ton und dann einmal MSB, Menschenschattenbraun, einfach nur braun habe ich genommen. Das ist jetzt gar nicht so entscheidend, welche Farben. Ich möchte euch einfach nur einmal die Anwendung zeigen auf dem Auge. Wie geht das jetzt ganz genau mit Fixie, ne? Oder Nyx, weil ich Fixie nicht habe. Und zu einem Glitzerlidschatten. Das wäre jetzt auch egal, ob ihr, das habe ich euch ja auf der Hand gezeigt, wenn man jetzt so ein farbiges Auge hat, das ist egal. Ich will euch, ich habe es jetzt nur in Kugel gemacht, einfach um euch einmal zwei verschiedene Töne zu zeigen. Und zwar zeige ich euch auf dem Auge einmal Karibikglitzer und einmal Platinglitzer auf der Kugel. Also, wenn ihr möchtet, macht ihr euer Auge sonst in irgendeinem anderen Ton. Nehmt ihr beispielsweise lila und dann macht ihr das Flieder darauf. Das muss ja auch richtig toll aussehen. Das kann ich mir richtig gut vorstellen. Lila und Flieder. Flieder und lila. La, 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 la. So, jetzt geht's los. Nicht viel quatschen. Auf geht's. So. Wie man das jetzt aufträgt, das ist natürlich auch wieder euch überlassen. Es gibt ja Frauen, die machen das gerne mit dem Finger und dann gibt es Frauen, die machen es gerne mit dem Pinsel. Make-up-Coach hat natürlich auch die passenden Pinsel, die habe ich aber jetzt nicht hier. Die habe ich natürlich mal wieder gewaschen und die sind nass und deswegen kann ich die nicht nehmen und deswegen nehme ich einen anderen Pinsel oder meinen Finger. Mein Finger ist schmutzig. Muss schnell hier sauber machen. Unter der Kamera. So, und dann mache ich mir das einfach wie auf der Hand. So ein klein bisschen aufs Auge, da braucht man nicht viel, aber ich muss euch dicht daran holen, sonst bringt das Video ja nichts. So, Achtung, Kamera. So, also zack, zack. Das geht schnell und das geht einfach mit dem sauberen Finger. Nur mal gucken. So.
So, die Seite. Und einmal die Seite. Ich mache das mal schnell mit dem Finger. Man kann das natürlich auch mit einem Pinsel machen. Aber so geht es auch. Gar kein Problem. Ne? Den Rest schmier ich ins Handtuch. Ja. Hier wird immer die Wahrheit gesagt. So. Also, jetzt geht's los. Aufschrauben, ganz einfach. Und dann nehme ich das aus dem Deckel. Nehme dafür meinen sauber gewischten Finger, hab das auf dem Auge und mache mir das einfach hier rauf. Und schon habe ich einen Hingucker. Einfach so raufstüpseln. Trocknen lassen und fertig ist. Und das war es auch schon. Und mehr ist nicht. So einfach ist das. So, das war großes Kino. Und jetzt zeige ich euch den. Das ist Glitzer. Da ist ganz viel im Deckel drin. Ganz vorsichtig, dann nehme ich da mal den anderen Finger. Mach mir das auf dem Finger und stupse mir das hier einfach rauf. Je nachdem, wo ich das hinhaben möchte. Ihr könnt danach auch natürlich ganz vorsichtig immer noch so ein bisschen ausbessern mit Lidschatten. Ne? Wenn das jetzt so ist hier wie bei mir, dann kann man noch mal so ein bisschen vorsichtig rauf, wenn man möchte. Man kann sicherlich auch die Glitzertöne untereinander mischen. Das ist bestimmt auch möglich. Mache ich jetzt aber nicht. Weil ich euch einfach nur mal die Anwendung schnell zeigen möchte. Wie geht das überhaupt? Muss ich davor Angst haben? Nein, braucht ihr nicht. Ja. Das ist natürlich krass, ne? Aber schön. Schön krass. Da werdet ihr auch im Dunkeln gefunden. So, richtig schön. Also, wie gesagt, ihr braucht keine Angst davor zu haben. Das lasse ich jetzt ganz kurz ein bisschen trocknen. Und dann bleibt das so auf dem Auge drauf. Und das könnt ihr euch ja jetzt natürlich vorstellen. Mit Lidstrich und schön Mascara. Und dann sieht das richtig, richtig schön aus. Und das Wichtigste ist, es rieselt nicht runter und es bleibt den ganzen Tag auf dem Auge. Und ich finde, das ist so das Allerwichtigste überhaupt. Hat schon ohne euch angefangen. Dann habe ich gedacht, macht das doch mit Kamera. Vielleicht interessiert das ja auch. Ich habe jetzt nämlich einfach den schwarzen Gel-Eyeliner genommen und mal mir jetzt einfach mal so einen Lidstrich. Muss man ja nicht, kann man. Und einfach um euch das zu zeigen, dass das wirklich auch gar kein Problem ist, dann darüber den oder darunter den Lidstrich zu machen, um das Auge einfach nochmal so zu vollenden. Das mache ich dann natürlich so ein bisschen vorsichtiger. Jetzt bin ich fertig geschminkt, habe das jetzt auch so gelassen für euch extra, muss das gleich dann nochmal richtig machen für mich. Nicht, dass ich mit zwei verschiedenen Augen durch die Gegend laufe. Und so sieht es dann halt im fertigen Zustand aus, wenn man dann einen Lidstrich gemacht hat, Mascara, nochmal ein bisschen mehr Lidschatten und so weiter, dann sieht man so aus. Und ich finde beide Seiten schön. Was ich auch nochmal unbedingt betonen möchte, ist, dass großes Kino nicht mit Fixie gemacht werden muss. Aber bei Glitzer würde ich das empfehlen. Ich finde das eigentlich alltagstauglich. Ja, naja, ich bin ja so eine verrückte Nudel. So, jetzt hoffe ich, habe ich euch so ein bisschen nicht noch mehr in die Irre geführt, sondern ein bisschen erklärt. Großes Kino braucht man keine Fixierung, kann man aber für die Leute, die da unsicher sind und sich das nicht trauen, sich großes Kino so aufzutragen, kann man eine Fixierung nehmen, muss man aber nicht unbedingt. Aber man geht dann auf Nummer sicher, dass es auf jeden Fall den ganzen Tag hält, obwohl ich, also bei mir hält das auch so den ganzen Tag, aber da ist ja jedes Auge anders. Es gibt ja auch Augen, da hält das einfach nicht den ganzen Tag. Und dann denken die immer, ich spinne hier rum. Nein, das tue ich nicht. Bei mir ist das wirklich immer so drauf. So, und jetzt wünsche ich euch
dass euch das Video ein bisschen weiterhilft. Ich hoffe, der Anfang war nicht ganz so schlimm mit meiner Lippe. Jetzt merke ich schon, jetzt habe ich wieder Leben in der Unterlippe. Jetzt ist wieder alles gut. Und ich wünsche euch auf jeden Fall, dass ihr gesund bleibt. Wünsche euch ein richtig schönes, tolles Wochenende, falls ihr das heute am Freitag schaut. Ja, und ansonsten passt gut auf euch auf, bleibt gesund und lasst euch nicht ärgern von den doofen Menschen. Tschüss!